gesagt, ich mache heute Bandnudeln, ich habe sie selber gemacht. Da habe ich auch schon einen Film drinnen, wenn man die Nudeln am schnellsten selber macht. Und da habe ich Spargel, ich habe noch einen Spargel übrig, den habe ich natürlich geschält. Und dann habe ich mit dem Sparschäler einfach solche Streifen geschnitten. Die Spitzen habe ich abgeschnitten. Und das tun wir jetzt in Butter am Braten. Das ist eh schon heiß geworden. Ja. Dann schalte ich auch noch die Platten ein für die Nudeln, weil das geht jetzt alles relativ schnell. Einfach die Spargelstreifen und die Nudeln und ein Parmesan drüber und ein ganz leckeres Essen ist das. Und vor allen Dingen ein schnelles. Das lassen wir jetzt einfach ein bisschen dünsten. Hier mal salzen, pfeffern. Feuchte Hände gehabt, jetzt ist das alles hängen geblieben. Und da können wir dann schon fast gleich die Nudeln rein tun, weil das sind so dünne Streifen, das geht relativ schnell. Und die Nudeln gehen so und so schnell. Ein bisschen dünsten wir es, sich so richtig schön umwickeln lassen und dann kann die Bandnudeln, hoppala, und der Spargel, den kann man auch wunderbar essen. Das sieht man schon, das Wasser kocht für die Nudeln. Hier kann man jetzt ins kochende Wasser. Das geht relativ schnell mit den selber gemachten Nudeln. Aufkochen lassen und dann sind die schon fertig. Zum Spargel dazu tun wir ein bisschen Nudelwasser. Das ist schon recht gut. Sechstes, jetzt ist es schon so, dass die Nudeln, dass der Spargel sich schön um die Nudeln umwickeln lässt. Die Spitzen halten wir natürlich auf, die tun wir noch schön dekorieren. Gell? Deshalb habe ich die mitgemacht. Die Spitzen sind natürlich das Beste, das ist einmal ganz klar. Jetzt müssen nur noch die Nudeln fertig sein und dann bin ich bei euch und dann zeige ich euch, wie der Rest geht. Gell? Bin gleich wieder da. So, die Nudeln habe ich fertig abgossen. Und die tun wir jetzt mit dem Spargel mischen. Parmesan auf. Und fertig ist das Essen. Ich tue das jetzt schön anrichten. Und wir lassen uns das jetzt schmecken. Ich sage wieder mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Viert euch!